Ja, herzlich willkommen zum OAN-Kurs Mathematik zur Informatik. Wir möchten uns zunächst ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Oliver Henkel. Ich bin hier seit 2008 an der Hochschule Osnabrück für Grundlagen Mathematik und Programmieren zuständig. Und das ist genau der Themenbereich, um den es sich ja auch in diesem Kursus dreht. Und ich hoffe, dass wir da was Schönes und Spannendes für Sie hinbekommen. Ja, mein Name ist Carsten Rüsse. Ich bin seit 2000 hier Hochschullehrer für Medieninformatik und freue mich genauso auf diesen Kurs. Ja, was machen wir mit dem Kursus? Das ist ja ein Schnupperkursus Mathematik zur Informatik und wir haben jetzt beispielhaft zwei Themenbereiche uns rausgegriffen, von denen wir denken, dass sie einen guten Überblick über das Thema vermitteln und die werden wir gleich vorstellen. Ja, mathematisches Schließen, Oliver, das klingt ja hochgradig spannend, aber was ist das denn eigentlich und was macht man da? Ja, also zunächst mal ist das etwas, was schon etwas theoretischer ist. Ich werde deswegen an der Tafel einige Dinge dazu sagen. Also ich schreibe mal mathematisches Schließen darüber. Mathematisches Schließen. Da geht es grundsätzlich darum, etwas korrekt und richtig zu machen. Und das ist gar nicht so einfach. Und das will ich kurz illustrieren, warum das nicht so einfach ist. Es gibt die berühmte Paradoxie des griechischen Philosophen Zenon von Achilles und der Schildkröte. Da hat man den griechischen Helden Achilles, der ein Wettrennen mit einer Schildkröte unternimmt. So, und zwar kriegt die Schildkröte einen gewissen Vorsprung, das habe ich hier jetzt schon angedeutet. Die laufen also hier vielleicht eine Bahn entlang. Achilles startet eben hier, die Schildkröte startet hier. Und jetzt lautet das Argument von Zenon, dass Achilles diese Schildkröte niemals einholen kann, weil er braucht ja zunächst mal Zeit, um überhaupt an die Position zu kommen, an der die Schildkröte gestartet ist. Wenn Achilles dort angekommen ist, ist die Schildkröte schon ein Stückchen weiter. Achilles muss also wieder Zeit investieren, um an diese Position zu kommen. In der Zeit ist die Schildkröte wieder ein Stückchen weiter gekommen. Achilles muss auch dorthin. Und man sieht, der kann nach dieser Argumentation die Schildkröte nie einholen, weil die Schildkröte immer schon ein Stückchen weiter weggehakt ist. Und an diesem Schluss ist irgendetwas falsch, weil Achilles holt die Schildkröte selbstverständlich ein und wird die auch überholen. Das kann man auch mit modernen Methoden zeigen. Aber es ist halt völlig unklar, was an diesem Schluss falsch ist. Und im Grunde geht es bei diesem Thema jetzt darum, Möglichkeiten zu finden, wie man richtig schließt und wie man auch sicher sein kann, dass die Aussagen korrekt sind. Okay, Oliver, das klingt ja nach so einem Beweis. Das ist ja das, was wir in der Schule immer alle geliebt haben. Und ja, was ist denn eigentlich so ein Beweis? Ja, also vielleicht, um auf die Schule zurückzukommen. In der Schule macht das vielleicht auch nicht so einen Spaß, weil man da auch nur ein sehr geringes Instrumentarium hat und das alles sehr technisch ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier nicht technisch ist, aber was wir brauchen, ist ein geeignetes Instrumentarium, um tatsächlich richtige Schlüsse zu treffen und nicht solche falschen wie bei dieser Paradoxie. Und dieses Instrumentarium sind zunächst mal Mengen. Das kennt man ja zum Teil auch noch aus der Grundschule. Ja, es ist unbeliebt, aber es ist wirklich nicht schwer. Und da werden wir ganz kurz uns mit beschäftigen. Und dann werden wir zu Aussagen übergehen. Und das bildet das Gebiet der Aussagenlogik. Und das ist im Prinzip das, wo man sieht, was sind eigentlich erlaubte Aussagen, wie kann man vernünftig schließen. Damit schließt man schon mal so Widersprüche aus, dass man also so völlig widersprüchliche Argumentationsketten aufbaut. Ein Beweis ist jetzt etwas, wo man aus einer logischen Aussage P, nämlich das ist eine Voraussetzung, die man vielleicht schon kennt, dass die erfüllt ist, eine neue Aussage Q ableitet. Das ist eine neue Aussage. Ja? Und dieser Pfeil hier sagt, ich kann zeigen, dass wenn diese Voraussetzung wahr ist, dann ist doch die Aussage Q wahr. Diesen Pfeil nennt man Implikation.
Und das ist das, was einen Beweis ausmacht. Und man schafft im Prinzip aus etwas, was schon da ist, etwas Neues, von dem man vorher nicht genau gewusst hat, es vielleicht höchstens geahnt hat, dass das vielleicht sein könnte und kann danach sicher sein, dass das gilt. Und das ist das, was das Beweisen ausmacht. Und das ist eigentlich, finde ich, was sehr Spannendes, weil man tatsächlich etwas Neues erzeugt, was vorher so nicht da war. Okay, und wie führt man jetzt zum Beweis, also genau sozusagen diesen Fall? Ja, das ist... Wenn man das so genau sagen könnte, dann stünden wir nicht hier, dann würde unsere Arbeit ein Computer machen. Man muss dafür tatsächlich eine gewisse Kreativität haben. Ja? Um einen Beweis zu führen, also mit anderen Worten, man muss eine Idee haben. Ja? Und diese Ideen, ich mache mal ein bisschen Platz, diese Ideen können sein, das ist für den Beweis einer solchen Implikation. Da gibt es also verschiedene Methoden. Da gibt es nämlich als Methode gibt es die direkte Form. Das heißt, ich zeige mit einer Idee direkt, dass wenn P richtig ist, dass dann auch Q richtig ist. Es gibt die indirekte Methode. Da würde ich zeigen, wenn das hier nicht stimmt, dann kann das auch nicht gestimmt haben. Wenn wir noch genau sehen, dass man damit tatsächlich einen Beweis führt, das ist das erste Spannende, das zu sehen, dass es überhaupt auch ein Beweis ist. Ein sehr mächtiges Werkzeug. Es gibt auch die Methode des Beweises durch Widerspruch. Das heißt, man erzeugt einen Widerspruch, der dann am Ende dazu führen wird, dass man durch... Also vielleicht sollte man das noch etwas genau ausführen. Man erzeugt einen Widerspruch, indem man annimmt, dass diese Voraussetzung gilt und... dieses hier nicht gilt. Und das führt man zu einem Widerspruch, dass man letztlich diese Annahme hier nicht mehr halten kann und man dadurch tatsächlich in logische Probleme bekommt. Die Möglichkeiten, die man hier hat, das sagt jetzt noch nicht, wo man diese Ideen hernimmt. Diese Ideen herzunehmen, das ist das eigentlich Spannende. Es gibt sogenannte Existenzbeweise. Das ist also das, was man braucht. Wenn man tatsächlich etwas Neues erzeugen möchte, da gibt es Prinzipien für. Ja? Da gibt es das Prinzip der Erzeugung. Es gibt Erzeugungsprinzipien, die zeigen, wie ich eventuell neue Dinge erschaffen kann aus Aussagen, die ich vorher mir festgelegt habe. Und es gibt auch Prinzipien der Zerlegung, wo ich vielleicht etwas nur im Kleinen zeige und dann das Objekt größer werden lasse und merke, dass sich das, diese Eigenschaft, die ich zeigen möchte, auf das Größere überträgt. Das sind zwei Möglichkeiten, um die Existenz von etwas zu zeigen. Das ist, wie gesagt, deswegen sehr spannend, weil man über diese Existenz vorher überhaupt nichts wusste und danach mit Sicherheit darüber was sagen kann. Dann gibt es aber auch noch die Gruppe der Unmöglichkeitsbeweise. Unmöglichkeitsbeweise, das ist genauso spannend, zu zeigen, dass etwas gar nicht gelten kann, damit man nicht einfach irgendwelche Behauptungen aufstellt. Dazu zählen beispielsweise die Beweise durch Widerspruch oder auch Beweise, die zeigen, dass man sogenannte, ich nenne das jetzt mal Invarianten verletzt, das werden wir noch lernen, wie das gemeint ist, Invarianten, Verletzung schreibe ich das mal. Dabei geht man so vor, dass man bei dem Objekt, an dem man arbeitet, zeigt, dass eine gewisse Bedingung immer erfüllt ist und dass diese Bedingung zusammenbricht, wenn man die Konstruktion durchführt, die man da im Sinne hat. Und dann kann diese Konstruktion auch nicht gelten. Das sind die beiden Möglichkeiten oder die beiden Hauptmöglichkeiten, mit denen man tatsächlich Ideen gewinnen kann, wie man Beweise führt. Und wir werden an den Beispielen sehen, dass das ein sehr spannendes Feld wird. Also wir werden das auch an ganz konkreten Beispielen machen, nicht nur für rein mathematische Formeln, sondern auch auf die Informatik bezogen, auf gewisse Prozesse, Projektablaufplanung und solche Dinge, wo man sowas tatsächlich braucht, um dann tatsächlich auch Dinge durchführen zu können, die so ein Informatiker typischerweise macht. Klingt hochgradig spannend. Ja, prima. Ich glaube, dein Thema ist mindestens genauso spannend. Mhm. Da würde ich gerne auch was drüber wissen. Ja, du sagst Graphentheorie. Genau.
bei so einem Graph, da denke ich immer so an so eine Parabel, die ich in der Schule vielleicht an die Tafel malen musste. Ist das denn das, was du als ein Graphen hier, ne? bezeichnest? X Quadrat, das kennen wir alle aus der Schule. Ja? Das machen wir hier nicht. Das machen wir hier nicht. Das heißt, das streichen wir mal wieder weg. Ja. Ja, also Graph ist in der Informatik was ganz anderes. Graph ist zunächst mal ein abstraktes Modell, um sozusagen Problemstellungen, die ich in der realen Welt habe, zu modellieren. Nehmen wir das Beispiel von einer Straßenkarte. Ja? Mhm. Du hast jetzt die Aufgabe, du möchtest von Osnabrück nach Regensburg fahren und suchst irgendwie den kürzesten Weg. Mhm. So, na, ich habe jetzt keine Straßenkarte, aber kannst du dir vorstellen, wir haben eine Reihe von Autobahnen, die dahin führen. So, jetzt möchten wir ja gerne unser Navigationsgerät anschalten. Mhm. Ja, und was hat das eigentlich für Daten? Auf welchen Daten operiert das? Ist das eine ganze Straßenkarte? Was wir ja im Prinzip nur brauchen, sind sozusagen die Straßenverbindungen. Mhm. Ja, dann muss man machen, wenn wir mal hier Osnabrück hinmalen. Ja, Osnabrück. Ja, und dann haben wir hier vielleicht Hannover. Ja, dann fahren wir irgendwie hier hin. Und dann gibt es hier unten irgendwann Nürnberg. Hier unten haben wir dann irgendwie Regensburg. Ja, dann haben wir im Prinzip Verbindungen. Aber dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Städte. Hier oben haben wir noch irgendwas. Ich bezeichne jetzt gar nicht ganz genau. Das spielt gar keine große Rolle. Ja, und wir malen im Prinzip hin, überall, wo es eine Verzweigung gibt. Mhm. Ja, in unserer Straße, überall, wo es eine Verzweigung gibt, malen wir im Prinzip so einen Punkt hin. Und wenn wir jetzt wissen wollen, der kürzeste Weg, dann braucht man natürlich noch irgendwie eine Bewertung. Ja, also das hier beispielsweise sind vielleicht irgendwie 100 Kilometer, das sind hier ungefähr 300 Kilometer, ja, hier haben wir nochmal irgendwie 100 Kilometer. Das heißt, der Graph oder ein Graph in der Informatik, das ist im Prinzip einfach nur eine Menge von sogenannten Knoten. Ich male den mal so hin. Das ist eine Knotenmenge. E ist eine Kantenmenge. Und dann habe ich natürlich noch so etwas wie eine Gewichtsfunktion. Ich nenne die meistens irgendwie so ein griechisches Tau. Das ist eine Abbildung von der Kantenmenge auf die reellen Zahlen. So, und in der Graphentheorie beispielsweise beschäftigt man sich dann mit Algorithmen, die auf diesen Objekten arbeiten und dann versuchen beispielsweise den kürzesten Weg hier, wie gesagt, von Osnabrück nach Regensburg zu finden. Ja, ja, das ist natürlich schon eine ganz wichtige Aufgabe. Und das ist auch erkennbar was, was in der Informatik auftritt. Man sieht also jetzt auch sofort aus deiner Antwort, wofür man sowas braucht. Aber das hört sich jetzt alles so leicht hier an, nicht? Mhm. Man findet hier irgendwie den kürzesten Weg. Es gibt ganz verschiedenste Wegmöglichkeiten. Dafür braucht man ja auch irgendwelche Ideen, wie man diesen Algorithmus aufbaut. Mhm. Und dazu muss man wahrscheinlich auch ein bisschen was über Graphen wissen. Was sind denn da so die wichtigen Punkte, die man über Graphen braucht? Ja, also erstmal beschäftigen wir uns natürlich mit der Struktur. Was ist überhaupt so ein Graph? Also du hattest ja am Anfang auch schon ein bisschen was zur Mengenlehre gesagt. Also modellieren erstmal so ein Graph. Das hatte ich eben schon hier stehen. Also ich mache einfach nochmal so ein Graph hier hin. Ganz einfaches Beispiel von so einem Graphen. Das ist ein Beispiel für einen ungerichteten Graphen. Das ist egal, ob ich von diesem Knoten zu dem Knoten gehe oder umgekehrt. Es gibt auch die gerichtete Variante. Dann male ich quasi immer so einen Pfeil hier hin. Das kann man sich im Prinzip im Straßenverkehr so vorstellen wie eine Einbahnstraße. Da darf ich sozusagen nur in eine Richtung gehen. Und ganz am Anfang der Graphentheorie steht erstmal sowas, so elementare Fragen wie, ist so ein Graph beispielsweise überhaupt zusammenhängend? Wie kann ich systematisch alle Knoten beispielsweise durchlaufen? Ja, das ist auch der Ursprung der Graphentheorie. Dann male ich nochmal ein anderes Beispiel hin. Ursprung geht zurück auf Leonhard Euler, 1736. Ja, der war in der Stadt Königsberg. Königsberg besteht aus mehreren Stadtteilen, die durch einen... Königsberg besteht aus mehreren Stadtteilen. Ich male das gleich mal als Graph hin. Hier Stadtzentrum, dann irgendwie einen nördlichen Teil, einen östlichen Teil und einen südlichen Teil. Und diese Stadtteile, die sind durch den Fluss Pregel getrennt. Und es gibt eine Reihe von Brücken über diesen Fluss, insgesamt 7 Stück. Ja, und Euler beschäftigte sich mit der Frage, gibt es einen Rundweg durch die Stadt Königsberg, die an einem Punkt losläuft,
jede Brücke genau einmal überläuft, überschreitet, ja, um dann auch wieder in dem Endpunkt zu gelangen. Das ist ja eine Existenzaussage. Das ist eine Existenzaussage. Ein Existenzbeweis, den genau, man dafür also möchte. Wenn ich das nachweisen möchte, ich meine, wir können das gerne mal ausprobieren, also wenn ich jetzt hier mal herlaufe, ja, zack, zack, also ich darf jede Brücke wirklich nur einmal durchlaufen, zack, zack, hänge ich schon in der Sackgasse. Mhm. Und man kann hier auch beliebig häufig probieren, das wird nicht hinhauen. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel, und zwar dieses Beispiel hier. Das dürfte jeder kennen. Das ist das bekannte Haus vom Nikolaus. Mhm. Ja. Und wenn wir da starten, ja, dann kriegt man das wunderbar hin, in einem Linienzug alle Kanten genau einmal zu durchlaufen. So, jetzt überlegen wir uns, warum geht das bei diesem Graphen nicht und warum geht das bei diesem Graphen? Auch da werden wir einen Beweis führen. Ja. Auch da gibt es eine Aussage. Und da muss man halt sich so auch ein gewisses Instrumentarium schaffen, dass man mit, sagen wir, solchen Fragen noch umgehen kann. Mhm. Ja. So, und dann gibt es natürlich noch den Bereich eher der algorithmischen Graphentheorie. Ja, das heißt, wir da geht es dann darum, dass wir Algorithmen, Verfahren auf Graphen ausführen, also beispielsweise die Suche nach einem kürzesten Weg, ja, ist ein bekanntes Beispiel. Das heißt, dass wir uns überlegen, dass wir auch gesichert immer einen solchen kürzesten Weg ermitteln können. Ja, es führen viele Wege nach Rom, heißt es ja so schön, ja, aber wir suchen nach den kürzesten. Ja. Ja, das ist natürlich interessant, weil so ein Beweis oftmals ja nur sagt, dass es einen gibt. Und ein Algorithmus macht da noch mehr, nicht? Der sagt dann auch noch, wie man den bekommt. Also das wird, dieser Teil des Kurses wird halt eine Mischung sein aus, ja, sag ich mal so, Grundlagen der Graphentheorie, was halt ein wichtiges Modell in der Informatik ist. Aber auch dann wieder der Rückgriff sozusagen auf den ersten Teil des Kurses, wo es um Beweise geht, weil das ist irgendwie so das Herz der Mathematik, Aussagen und die dann auch, oder deren Gültigkeit dann nachzuweisen. Ja. Ja, dann möchten wir ganz kurz noch etwas sagen zur Zielstellung, was wir überhaupt mit diesem Kurs erreichen wollen. Ja, also hier haben wir nochmal eine Übersicht erstellt für den OHN-Kurs Mathematik zur Informatik. Wir haben jetzt zwei Themen herausgegriffen, das mathematische Schließen und die Graphentheorie. Und es ist hoffentlich schon deutlich geworden, die Themen sind tatsächlich miteinander vernetzt. Und wir haben jetzt exemplarisch einfach zwei Themen rausgegriffen, die wir für sehr zentral und wichtig in so einem Kursus halten. Und der wäre dann in einem Studium auch tatsächlich so abgebildet, dass man an diesen beiden Kursblöcken einfach auch schon erkennen kann, was in so einem Studium jemanden erwartet, der dieses Studium machen möchte. Genau, offen und ehrlich werden wir darauf eingehen, wie halt Mathematik in so einem Informatikstudium abläuft. Mhm. Ja, und ich denke, wir freuen uns beide auf diesen Kurs und ja, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.